Hallo und herzlich willkommen zu Eurotruck Simulator 2, Part 2. Also los geht's. Hallo? Technische Probleme hier. Aber jetzt geht's los. Ach, wie habt ihr gestern den Montag überstanden? Gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's relativ gut. Nur dass das Lenkrad nicht will, so wie ich will. Mod drin haben. Machen wir mal ein bisschen mit Tempomat. Jetzt werden wir nicht anders gucken, das werden wir hier fahren. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr das findet mit den Flüchtlingen, dass sie da verfolgt werden, allen drum und dran. Ich finde, die haben ein Recht, frei zu entscheiden, wo sie wohnen sollen, dürfen, aber auch nicht zu viel, weil ansonsten hat man Probleme mit der Sprache. Wenn sie unsere Sprache nicht lernen, dann versteht man sie ja nicht. Und radikal ist da, finde ich, ein bisschen doof. Dann die hätten in einer Zeit leben müssen, wo Anführungsstriche Hitler gelebt hat, wenn sie wussten, was das für ein Schweinchen ist. Ja, heute ist ein bisschen komisch, das Lenkrad, ich weiß auch nicht, das will immer da links rüber, rechts rüber. Rechts bleiben eigentlich, aber okay. In der Mitte will ich auch nicht fahren. Mein Gott, Lenkrad, was ist denn heute los? Hast du noch nicht ausgeschlafen? Scheint nicht. Dämlicher Hund und Nachbarn belegt wieder. Also nicht wundern, wenn ihr einen Hund bellen hört, das ist ja nicht im Spiel. Weil er ist ein dämlicher Köter von gegenüber. Wie man so schön sagt. Hunde halt. Das war ein bisschen zu schnell unterwegs. Mein Gott, nee.
so, jetzt danken. Einfach nur so, weil ich nicht bezahlen muss. Oh, 1032. Fuck you! Holy shit! Wir müssen ja den LKW hinterher. So, der LKW ist so nett, der wartet hier. Schild vorbei. Komm. Warte lieber. Na, 88 Kilometer haben wir noch. 70 dürfen wir hier fahren. Na, was ist nun? Aha. Ich dachte schon, das Netz los. Fährt er nicht weiter? Komm. Was kommt denn da? Wir können doch nicht von der Autobahn abfahren, Mensch. So. Jetzt ja, kommt da der Pech.
Holy shit. Nein, nein. Nein, nein. Boah. Sind wir noch rumgekommen hier? Meine Güte. Boah, das Lenkrad hat aber richtig gut gelenkt da. Holy shit. Jagd gemacht, also wenn sie beide nicht mehr viel zum Schieben haben. Ach, wir müssen in den Sandhofen gehen. Ah, okay. Bremst doch mal, Mann. Sonst bremst du auf wie so eine Wahnsinnige. Wie so Auto. Dem LKW, so. Bremsen! Jungchen! Mach doch nicht so Blödsinn mit mir!
Leute hier fragt, er ist dann kommt Antworten. Dann können wir nehmen wir mit euch noch den nächsten Auftrag an. Natürlich muss man Geld machen, also vom Salzburg nach Klagenfurt. Bringt das meiste Geld. Ich sage jetzt hier von meiner Stelle für den Part Tschüss und ich hoffe, es geht euch gut. Haut rein und Tschüss.